Frage. Wir wollen nun gemeinsam auf deinen März 2024 schauen. Du bist hier bei den Astro-Antwort-Impulsen. Mein Name ist Anne Dielmann. Ich fange schon wieder an zu stottern. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht dir gut. Du erfreust dich bester Gesundheit und auch ansonsten läuft bei dir alles rund. Wenn nicht, mach dir keine Sorgen. Auf irgendeine Art und Weise wird doch immer alles gut. Bevor ich anfange zu legen für dich, liebe Waage, weise ich dich da darauf hin, dass Kartenlegen der Reflexion dient. Kartenlegen entbindet dich nicht von der Verantwortung für dein Leben, liebe Waage. Es sind allgemeine Legungen und allgemeine Legungen können es mit sich bringen, dass sie nicht immer in allen Punkten zutreffen. Sei dir also immer bitte bewusst, nimm nur das mit, was auch für dich wichtig und richtig und stimmig ist und den Rest lass beiseite. Wie du siehst, lege ich jetzt hier gerade schon deinen März aus. Wir haben oben hier eine Hauptenergie liegen. Diese Hauptenergie, ja, beschreibt die allgemeinen Energien in dem Monat. Hier haben wir die Energien in Sachen Liebe. Hier haben wir die Energien in Sachen Job, Geld, Beruf, Berufung. Und das sind unsere 4 Wochen im März. Und wir haben zusätzlich hier noch eine Quintessenzkarte. Und wir schauen uns das Ganze erstmal an. Und dann, wenn wir halt kritische Bilder haben, Karten verkehrt rumliegen, dann werden wir das später noch mit dem Lendermann klären, was uns das eigentlich sagen soll. So, Waage, jetzt haben wir hier eine interessante Energie, eine Stabenergie, eine Feuerenergie als Hauptenergie. 9 der Stäbe ist so ein bisschen die Energie, wenn man viel getan hat, viel gekämpft hat und jetzt gerade so ein bisschen müde ist, kann es sein, liebe Waage, dass du ganz allgemein etwas Urlaub brauchst. Du scheinst, und ich muss mal kurz in mich reinhören, du scheinst lange um eine Sache gekämpft zu haben oder du scheinst um eine Sache zu kämpfen, die möglicherweise verloren ist, verloren sein könnte. Also es geht hier um einen schwierigen Kampf. Die 9 der Stäbe ist so eine Energie, die auftaucht kurz bevor der Stress kommt. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, Stress bedeutet, eine Belastung wirkt auf dich ein, auf den Körper, auf die Seele. Und dann hat man schon in dem Bewusstsein, oh, ich kann jetzt nicht mehr. Und jetzt ist so ein bisschen Energie, dass schon vielleicht der März geschäftig sein wird, dass viel zu tun ist und dass auch vieles an dir hängen bleibt, liebe Waage. Schauen wir doch jetzt erstmal weiter, weil mich interessiert jetzt, aus welcher Richtung das Ganze kommt. Und hier in der Liebe haben wir eigentlich ein sehr positives Bild liegen. Ja, was hast du für eine Einstellung zur Sache Liebe, Partnerschaft, zwischenmenschliche Beziehungen? Hier haben wir den Hierophanten liegen und der Hierophant ist ein sehr traditionelles Bild. Für die unter euch, die langfristige Beziehungen haben, liebe Leute, könnte es durchaus sein, dass man sich tatsächlich dazu entschließt, eine langjährige Beziehung zu legalisieren. Also der Wind steht gut, liebe Waage, überhaupt Liebesbeziehungen zu legalisieren, öffentlich zu machen, offiziell zu machen. Des Weiteren ist es für dich ganz, ganz wichtig in diesem Monat, liebe Waage, dass du deinen Werten folgst. Du bist ganz bei dir in Sachen Liebe, Partnerschaft, zwischenmenschliche Beziehung. Du bist halt in deinen Traditionen, in deinen Werten drin und du bekommst, was die Liebe und die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, mächtig Unterstützung, liebe Waage. Es kann auch sein, liebe Singles, ich will auch euch, ich habe schon wieder Schimpfe bekommen, weil zu wenig für Singles, zu wenig für Singles. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben auch in der Arbeit im Moment viel zu tun, da muss ich mich auch nach der Decke strecken. Das heißt, ich habe auch nicht ständig Zeit, jeden Tag eine Legung zu machen. Konzentriere mich im Moment mehr auf die Sternzeichenlegungen.
Aber lieber Barger, zurück zum Thema. Es kann sein, wenn du Single bist, dass hier eine Person auf den Plan tritt, dass du irgendjemanden kennenlernst, der tatsächlich sehr traditionelle Werte hat oder dessen Werte mit deinen Werten gut harmonieren. Es kann aber auch sein, liebe Waage, und das musst du auch ein bisschen aufpassen, dass wenn du Single bist, könntest du auch auf jemanden treffen, der verheiratet ist. Und da musst du dann, liebe Waage, sehr, sehr gut überlegen, ist das tatsächlich gut für dich oder nicht? Weil wir wissen noch, wie es läuft, wenn wir uns auf verheiratete Leute einlassen, die noch nicht offiziell getrennt sind, kann man ruckzuck in eine Dreiecksbeziehung hineinrutschen. Allgemein aber, liebe Waage, sieht es im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen, der familiären Verbindungen, der partnerschaftlichen Verbindungen zwischen Mann und Frau sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal auf den Berufsbereich. Du scheinst im Bereich Beruf, Berufung, Geld, ja, Job, Geld eine sehr gute Intuition zu haben in diesem Monat März. Und die Hohepriesterin ist so eine Energie, das ist eine starke Persönlichkeit. Die sagt nicht so viel, die redet auch nicht so viel drumrum und die weiß einfach Dinge. Du wirst im März eine sehr, sehr gute Intuition haben, was Job, Berufung und Geld angeht. Das heißt, das Einzige, was du wirklich tun musst in diesem Monat März, ist deinem Bauchgefühl zu folgen, um es jetzt mal ganz unkompliziert auszudrücken. Hohepriesterin, gerade im Bereich von Beruf, Berufung, Job, Geld kann natürlich auch bedeuten, dass du nun aufgefordert bist, spirituellen Dingen, altem Wissen, überliefertem Wissen, der Hellsichtigkeit, die vielleicht in dir schlummert, mehr Raum zu geben. Eine hervorragende Energie, eine sehr starke Energie bei dir, liebe Waage, im März im Bereich Job, Geld, Finanzen, Berufung. Denk doch bitte mal ganz genau nach. Was möchtest du lange schon machen? Welche Strömungen in dir, gerade auch im spirituellen Bereich, hast du noch nicht richtig ausgelebt? Was hast du da bisher zurückgestellt, zurückgedrängt? Was hast du da zurückgedrängt bisher? Hast du dich vielleicht möglicherweise, und das ist das, was wir hier gerade auch die Grundenergie, die Hauptenergie des Monats hier mit dem Berufsbereich in Verbindung setzt, hast du dich vielleicht deswegen so müde gekämpft, weil du lange dem gefolgt bist, was eben, ja, wie soll ich das jetzt sagen, was man eben so machen muss? Wir wissen doch, die ganzen spirituellen Dinge, egal ob du dich jetzt für Karten legen, Wahrsagen, Hellsehen, spirituelles Heilen oder Schamanismus interessierst, es wird doch allgemein in der Gesellschaft immer noch belächelt. Es ist also wirklich ein No-Go, dass heute zum Beispiel das, was ich jetzt hier mache, noch kein anerkannter Beruf, noch keine anerkannte Berufsausbildung ist. Kann sein, dass du dich in der physischen Welt im 3D müde gekämpft hast, liebe Waage. Jetzt bist du aber aufgefordert, das ein bisschen beiseite zu legen und mehr deinen inneren Werten zu folgen, mehr auf deine Träume zu hören, mehr auf dein Bauchgefühl zu hören. Es scheint aber, oh, jetzt schmeiße ich schon wieder alles um hier auf meinem Kartentischchen. Denk mal darüber nach, lieber Waage, was könnte das bedeuten? Erste Woche, März, wirst du eine Sache beobachten. Und da bist du ganz im Kopf in dieser ersten Woche, März. Du scheinst irgendetwas im Auge zu haben. Das hat jetzt nichts mit emotionalen Dingen zu tun. Das hat auch nichts mit Liebe oder sonst irgendwas zu tun. Du scheinst in intellektueller Weise irgendeine Sache zu beobachten. Und der Page der Schwerter, da geht es ja auch so um Ideen, da geht es auch um Fachliches, da geht es um Rationales. Du scheinst irgendeine Sache sehr intensiv zu beobachten. Und da frage ich mich jetzt gerade, was das für eine Sache sein könnte.
du, es kann natürlich oft an deinem Arbeitsplatz sein, dass du hier auf fachliche Dinge guckst, dass du vielleicht auf Dinge guckst, die gerade im Betrieb nicht so ganz rund laufen. Es kann aber auch sein, dass dir im Alltag ein Mensch begegnet, ein Mensch, der jünger ist als du, der manchmal in seinen Äußerungen und dafür steht, das Schwert hier unten auch manchmal ein bisschen ungeschickt oder unreif sein kann. Ein kleines bisschen muss ich dich für die erste Woche März warnen. Da können in deinem Alltag Personen auf den Plan treten, die manchmal Dinge sagen, die ein bisschen unreif sind, die komisch bei dir ankommen, wo du dich vielleicht sogar ein bisschen auf den Schlips getreten fühlst. Nimm das bitte nicht so ernst, denn der Page der Schwerter ist eine sehr launische Natur, ist eine leicht charakterlich, intellektuell unreife Natur. Im Prinzip kann dir das nichts anhaben. Nichtsdestotrotz können uns solche Leute im Alltag ein bisschen nerven. Nimm das also bitte nicht zu ernst, liebe Ware. Warum sage ich das? Weil du bist gerade im Berufsbereich, gerade durch die Hohepriesterin, sehr in, wie soll ich das jetzt sagen, du bist empathisch und du bist auch aufgrund deiner empathischen Strömung in diesem Monat sehr durchlässig. Das heißt, so ein blöder kleiner Page der Schwerter mit seinem kleinen Schwertchen hier, und das ist ja nicht sehr beeindruckend, kann mal schön in deine Aura reinpieksen und dazu führen, dass du ein bisschen genervt bist. Es kann auch manchmal dafür stehen, Page der Schwerter kann auch für ein Kind stehen. Und Page der Schwerter, wenn wir jetzt auf ein Kind schauen, ist es meistens ein Junge, mit dem was zu tun bekommen. Und der kann auch manchmal ganz schön viel fragen. Wenn du also einen kleinen Sohn hast oder sowas, der wird dir Löcher in den Bauch fragen. Und das könnte ein bisschen anstrengend sein. Schauen wir auf die zweite Woche. In der zweiten Woche hast du in irgendeiner Weise einen kleinen Turmmoment. Und ich bin gar nicht so überrascht, den Turm jetzt hier zu sehen, ne? Weil wir haben hier die Hohepriesterin liegen und wir haben hier die Sache liegen. Etablierte Strukturen haben einen angestrengt. In dir sind jetzt ganz neue Strömungen. Du bist mit uraltem Wissen verbunden. Vielleicht bist du sogar mit der Akasha-Chronik verbunden. Auch das kann sein. Und all das verlangt danach, dass diese alten Strukturen, die wir hier sehen mit dem Turm, dass diese alten Strukturen aufgebrochen werden. Also, liebe Waage, es ist hier für dich eine Zeit des Umbruchs. Was wir nämlich bei dir ganz, ganz deutlich sehen, wir haben hier zwei hochspirituelle Energien, zwei große Arkane für dich, Waage. Und das bedeutet, hier hat das Universum seine Finger im Spiel in deinem Leben. Ja? Entweder du sollst zu neuen Werten kommen, du sollst Dinge in einer, ja, was weiß ich vielleicht, und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass du irgendwie irgendetwas zu tun bekommst, entweder mit einem sehr spirituellen Partner oder dass du tatsächlich lernst, zu deinen persönlichen Werten zu stehen, egal, und zu dir selbst zu stehen, ganz egal, wie spleenig du möglicherweise bist, ja, oder kauzig oder ungewöhnlich. Ja, ich denke, ich habe hier in meiner Gemeinschaft einige sehr ungewöhnliche Leute, die das aber noch nicht vollständig in die Öffentlichkeit gebracht haben. Sehr interessant, liebe Leute. Waage, was hast du vor? Ich habe da ein ganz, ganz, ganz kribbeliges Bauchgefühl bei dir. Und das, was bisher verborgen war in dir, liebe Waage, soll jetzt raus. Und das ist das, was der Turm dir sagt. Das heißt, in der zweiten Märzwoche wird irgendein Moment kommen, ein Turmmoment. Und diese Turmmomente, die fühlen sich meistens immer etwas komisch an, sodass wir dann sagen, okay, ich fühle mich jetzt hier total, als würde man mir den Teppich unter den Füßen wegziehen. Alles ist auf einmal anders. Warum passt das nicht mehr? Warum fühle ich mich so komisch? Das sind ja innere Sachen. Das heißt nicht unbedingt, dass in deinem äußeren Leben die großartige Veränderung stattfinden muss. Das heißt ganz einfach, dass du dich weiterentwickelst, Waage. Und das schafft natürlich das Gefühl, dass du in einer, wie eine Schlange dich aus einer alten Haut herauspellen musst. Das ist das, was der Turm sagt. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Und hier kommt es jetzt, und ich komme der Sache immer näher, in Sachen Berufung. Denn das Ass der Kelche,
Entschuldigt bitte, weil ich hatte ja im Februar, ja, oder ich kuriere immer noch eine irgendwie ganz fiese Grippe aus, wo sich die Bronchien total entzündet haben, so, deswegen entschuldigt bitte wegen des Hustens. Man sollte eigentlich nicht in einem Video husten, aber wenn ich viel spreche, kommt das einfach hoch. Nehmt mir das also bitte nicht übel. Ass der Kelche kann für viele Dinge stehen. Guck mal, wie das hier zusammenspielt. Was das für eine Korrespondenz ist hier zwischen den Karten. Privater Bereich, Werte, traditionelle Werte, christliche Werte vielleicht sogar. Vielleicht findest du einen Partner, bist du sehr christlich und findest jetzt einen Partner, der auch dieselben Werte hat, der hervorragend zu dir passt. Dann noch im Berufsbereich, ne? Auch Berufsbereich könnte sich bei dir völlig umstülpen. Und jetzt haben wir hier auch noch in der dritten Woche März hier das Ass der Kelche liegen. Ass der Kelche kann für vieles stehen. Ass der Kelche ist der Anfang von etwas. Im zwischenmenschlichen Bereich ist das so etwas wie, wenn man jemanden kennenlernt, dass man dann direkt so eine innere Verbindung, so ein stilles Verstehen hat. Ass der Kelche kann aber auch sein die absolute Erfüllung, das Finden der Berufung. Das Ass der Kelche ist ein wunderbares Bild, eine wunderbare Energie. Es kann auch für gegenseitige Liebe stehen. Aber diese Liebe ist halt noch nicht in der Realität, die ist halt nur emotional. Was heißt nur? Die ist emotional erstmal vorhanden, aber die ist noch nicht vollständig in der Realität. Wenn Menschen sich verlieben, sehe ich sehr oft das als Ass der Kelche. Und da ich ja auch noch den Hierophanten gesehen habe, denke ich mir, liebe Waage und liebe Singles, seid sehr wachsam im März. Jetzt könnte es soweit sein, dass du deinen Traumpartner triffst und dass es tatsächlich jetzt richtig, richtig ernst wird. Viele Singles von euch haben sehr, sehr lange darauf gewartet und haben das Ganze mehr als verdient. Wow. Und jetzt haben wir auch noch die Königin der Schwerter. Du hast hier ganz vage, du hast hier ein so krasses Gegenspiel, so ein krasses Schwert und wie soll ich sagen, Schwert und Kelchespiel, das einem ja ganz schwindelig wird. Es könnte sein, wenn du dich neu verliebst, dass es bei deinem Partner hier noch um eine Ex-Partnerin geht, vielleicht sogar um eine Mutter. Und diese Person könnte ein wenig unangenehm sein. Ja, das kann natürlich das eine Szenario sein, das wir hier finden. Allerdings habe ich mehr das Gefühl, liebe Waage, dass es bei dir darum geht, du kommst jetzt immer mehr in deine Berufung. Ne? Aber guck mal, wie viel Bestätigung haben wir hier? Wie viel Bestätigung haben wir hier? Und um in seine Berufung zu gehen, wenn man vorher im 3D oder im Angepasstsein zu Hause war, muss man ja das Angepasstsein verlassen. Ich hoffe, du kannst mir folgen und ich kann es klar ausdrücken. Aber um das Angepasstsein hinter sich zu lassen, muss man sein Schwert ziehen und erstmal alte Schnüre durchschneiden. Und das ist, denke ich, liebe Waage, ist genau das, was im März bei dir passieren wird. Ass der Kelche. Berufung bringt mit sich, dass man eine Brücke hinter sich abbricht. So kann ich es vielleicht am deutlichsten sagen. Das heißt, Ende März wirst du alte Zöpfe abschneiden, du wirst einsehen, wo du dich müde gekämpft hast, liebe Waage. Du wirst Turmmomente wahrnehmen, du wirst genau spüren, was nicht mehr zu dir passt, welche Werte passen nicht zu dir, welche Tätigkeiten passen nicht zu dir, welche Freunde passen nicht zu dir, welche Partner passen nicht zu dir. Und da wirst du am Ende März ganz gnadenlos deine Entscheidungen treffen, liebe Waage. Du wirst dich dem zuwenden, was das Universum für dich vorgesehen hat. Und was das Universum für dich vorgesehen hat, ist eine regelrechte spirituelle Dusche, eine gute, eine neue Anbindung ans Universum, eine Entwicklung in deinen Seelenauftrag hier in dieser Welt. Und das fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Also Waage, es könnte im März ziemlich spannend werden. Lass uns mal auf die Quintessenz gucken.
Aha, hier haben wir jetzt noch etwas. Vier der Schwerter ist so eine. Und das passt jetzt so. Guck mal, wie das wieder. Schau doch mal, wie die Karten mit uns sprechen. Ist das nicht immer wieder faszinierend? Das haut mich glatt immer wieder vom Sockel. Es ist, als ob sie sprechen würden. Es würde mich nicht wundern, wenn ich eines Tages mal das Deck auspacke und die Karten tatsächlich mit mir sprechen. Ist natürlich Quatsch. Werden sie nicht machen, weil sie nicht sprechen können. Es war nur so ein Gedanke. Müde gekämpft und tatsächlich brauchst du eine kleine Ruhezeit. Du musst die Dinge in Ruhe angehen. Denn nur in der Ruhe können wir tatsächlich, und wir haben jetzt schon wieder hier die Königin der Schwerter dabei, guck mal, wie das alles hier zusammenpasst, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Nachdem wir uns müde gekämpft haben, all diese Zeit im 3D, in den Vorstellungen der anderen, in der Anpassung an unseren Alltag, die Wünsche unserer Familie, unserer Partner, unserer Arbeitgeber, was auch immer, haben wir uns müde gekämpft. Ja, und bevor es jetzt mit Riesenschritten in deine Berufung gehen kann, in das Neue gehen kann, muss man sich eine kleine Weile auch mal für sich zurückziehen und die richtigen Entscheidungen treffen. Dir ist also angeraten, liebste Waage, du brauchst ein wenig Ruhe. Mach mal Urlaub und nehme dich aus dem, was dich tatsächlich so erschöpft hat, so müde gekämpft hat, so ermüdet hat, ein bisschen raus. Du brauchst eine kleine Ruhezeit. Und gerade in der zweiten Woche im März wirst du das ganz genau spüren, wenn du diesen Moment hast in dieser Woche. Wann, ja, meine Liebe, wann das in dieser Woche ist, kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber es wird auf jeden Fall in der zweiten Woche im März sein. Da wird es einen Moment geben, wo du merkst, dass dieses ganze Konstrukt, was bisher dein Leben gestützt hat, was einfach sich lange Zeit gut angefühlt hat, sich jetzt auf einmal nicht mehr gut anfühlt. Und du spürst in diesem Moment, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Bin ich das noch? Warum mache ich das, was ich mache? Mache ich das jetzt für mich? Oder mache ich das tatsächlich, damit ich mit den anderen gut zurechtkomme, damit die mich anerkennen, damit die mich gut finden, damit die nett zu mir sind? Es wird Zeit, Waage, deine eigenen Wege zu gehen, wie auch immer diese Wege aussehen können. Ja, ihr seid alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit einer sehr unterschiedlichen Vita. Aber ich bin sicher, dass alle hier in der Reisegruppe, ich will nicht Reisegruppe sagen, ich sage ja immer Familie, hier in dieser kleinen Astro-Antwort-Familie tatsächlich Menschen sind, die jetzt aufgefordert sind, zu enge Grenzen zu sprengen aus der Anpassung in die Selbstverantwortung für den Seelenauftrag zu kommen und jetzt einfach auch weiterzugehen. Tatsache ist aber auch, dass ihr noch ein wenig erschöpft seid. Ihr braucht, bevor es weitergehen kann, tatsächlich ein wenig Ruhe. Und es kann durchaus auch sein, und ich nehme doch mal hier den Turm dazu, weil das bekomme ich jetzt gerade hier so ganz deutlich rein. Es kann sein, dass man euch aufmerksam macht darauf, dass sich etwas ändern muss, mit Hilfe einer kleinen Erkältung oder Unwohlsein, sodass ihr erstmal ein paar Tage zu Hause bleiben müsst. Ja? Es ist ja immer so, wenn wir kämpfen und kämpfen und kämpfen, dann laufen wir wie so ein Schweizer Uhrwerk immer weiter. Und irgendwann, wenn wir dann so unaufmerksam gegen unsere inneren Strömungen sind und diese innere Strömung, liebe Waage, wird sich nicht mehr unterdrücken lassen, dann passiert Folgendes, dann sagt unsere Seele, okay, sie hört nicht auf mich, jetzt machen wir das mal anders. Seele an Körper, krank werden, zu Hause bleiben. So läuft die Sache. Und du solltest sehr aufmerksam sein, Waage, im März. Es steht hier Großes bevor, liebe Waage. Es ist faszinierend, was ich hier zu sehen bekomme in der Gesamtentwicklung, liebe Waage. Ich hatte ja vor, eigentlich mit dem Gilded Reverie, das mache ich ja immer ganz gerne, die kritischen Karten zu klären, aber ich muss dir sagen, die Dinge sind hier für mich absolut klar. Bitte geh in dich, liebe Waage, wo. Ich bin sicher, liebe Waage, du spürst das schon lange, dass bei dir eine Entwicklung stattfinden muss.
Und wie auch immer du diese Entwicklung unterdrückt hast in der Vergangenheit, einfach weil du gesagt hast, ha, was werden die Leute denken, was wird mein Mann sagen, was werden meine Freunde sagen, was wird mein Bruder sagen, meine Schwester, es geht doch nicht. Vielleicht erkennst du auch gerade im Bereich von Liebe und Beziehung, dass du dich zu lange irgendwelchen Werten untergeordnet hast, die nicht mehr deine Werte sind. Ne? Es wird auf jeden Fall, liebe Waage, ein sehr spannender Monat. Liebe Waage, ich wünsche dir das Allerbeste in diesem Monat März. Dieser Legung ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Bitte bleib schön gesund und wenn dir die Legung gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Däumchen da. Oder wenn du möchtest, auch ein kostenloses Abo, dann bekommst du jeden Monat deine Sternzeichenlegung. Ich sage dir jetzt erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns im April wieder. Mach's gut.